So, wir kommen zurück zu Hitman. Was könnten wir denn hier noch machen? Lenken Sie eine Woche mit dem Generator ab? Ah, fuck, den haben wir ja für ihn umgelegt, ey. Und dann hätten wir den nämlich auch schon gepackt, ey. Naja, nicht so schlimm. Ja, wo der Typ ist, keine Ahnung. Ja, den Erklärung wird schwierig, den Erklärung ist auch mit U schwierig. Eine Prämie für den Stuntman, töten Sie das Ziel mit ferngezündetem Sprengsätzen. Würde ich ja gerne machen, ey. Sichere Verwahrung. Na, warte mal, wir probieren mal was. Wir werden uns mal uns damit mal ausrüsten. So. Wir probieren jetzt einfach mal. Sehr schön. Wo ist denn der hingeflogen? Okay, jetzt Ziel ist eliminiert. Jetzt werden wir uns mal hier mit der Knarre ausrüsten. Okay, okay, wir haben zwar nicht alle Herausforderungen geschafft, aber scheiß drauf. Das ist ja nicht so wild. So. Mission werden. Naja, wie gesagt, es gibt so viele Wege, die die Leute eliminieren kannst. Das ist echt Hammer. Und ich bin immer froh, egal wie ich den Typ eliminiere, Hauptsache ich habe diese Mission da irgendwie geschafft, ey. 3 von 13, komm, ey. Sie haben das Training absolviert. Sind Sie bereit für die Abschlussprüfung oder möchten Sie weiter trainieren? Na komm, dann hauen wir die Abschlussprüfung drin. Mal gucken, was dann da passiert. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Tja, Mr. Hickman. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Sodas can bend the rules, then so can I. Good luck, Initiate. Das ist manchmal alles gar nicht so einfach, weil jetzt wie gesagt, ey, das sehr, sehr krass komplex ist, aber. So, wir haben die Klavisierte und die Schalterverknarre.
Trainingsdirektor Sodas Plan. Trainingsdirektor Sodas, eine Legende des Kalten Krieges, gilt als bester ICA-Killer seiner Zeit. Heute ist er allerdings in erster Linie paranoid und hält sie für ein Sicherheitsrisiko. In Hoffen, sie werden den Einsatz nicht überleben, hat er die Regeln für ihre Abschlusstests, seinen legendären Einsatz aus dem Jahre 1970, deutlich verschärft. Wir müssen also irgendwie gewinnen, und falls sie Sodas Leistung dabei übertreffen, wäre das wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Ach du Scheiße. Sicherheitsproblem. Oh mein Gott. Schließen Sie alle Attentatsherausforderungen in der Abschlussprüfung ab. Finden Sie alle Verkleidung? Oh mein Gott. Sicherheitsproblem. Verkleiden Sie sich als Sicherheitsmann. Ein Folienvortrag. Finden Sie die Folien. Keiner sieht den Schmiermax. Verkleiden Sie sich als Mechaniker. Sind Sie jetzt der Oberst? Verkleiden Sie sich als KGB-Oberst. Bewaffneter Aufstand. Verkleiden Sie sich als sowjetischer Soldat. Schachmatt, verkleiden Sie sich als KGB-Oberst, eskortieren Sie das Ziel. Sicherheit geht vor, sabotieren Sie den Schleudersitz. Wohlbekommt's, servieren Sie den Wodka, bleiben Sie ungesehen, freies Geleit, legen Sie die Projektfolien auf. Auf alle gefallenen Genossen, lösen Sie das Schachproblem. Magnetverstimmung. Machen Sie Jasper geneigt mit einem Brechmittel krank. Schnell und unauffällig analysieren Sie Jaspers Neids Fluchtstrategie. Oh mein Gott, ey. Lautloser Killer, schießen Sie die Abschussbunk ab. Töten Sie nur das Ziel. Kein Körper dürfen gefunden werden. Bleiben Sie unbemerkt. Werden Sie von Kameras gefilmt, löschen oder vermeiden Sie die Beweise? Boah. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Frühlingsputz in Sibirien. Töten Sie Jasper Neid mit einem Sturmgewehr als sowjetischer Soldat verkleidet. Willkürliche Sicherheit. Töten Sie Jasper Neid als Wachmann verkleidet mit einer Pistole. Töten Sie durch einen Unfall mit der Schleudersitz, mit wehenden Fahnen, ein lichter Moment, töten Sie mit einem Scheinwerfer, lautloser Killer, Anzugspflicht, keine Körper dürfen gefunden werden, bleiben Sie unbemerkt, ja. Ertränkt nach Schmerz, töten Sie, indem Sie ihn ertränken. Versetzen Sie einen Stromstoß, während er den Projektor inspiriert. Tod durch Zweitpersonen, legen Sie den KGB-Offizier rein, sodass Ihr Ziel durch einen Stromschlag getötet wird, während er das Projektor, während es den Projektor untersucht. Mechanische Lösung, töten Sie als Mechaniker verkehrt durch einen Unfall. Schließen Sie die Mission ab, ohne die Verkleidung zu wechseln. Anzugspflicht, töten Sie erst bei Neid, ja. Alter! Holy shit, ey! Aber sonst läuft es bei euch, ey. ja. Ey, das ist doch scheiße, Alter. Den könnte ich. Ja. Wo könnte ich den hinlocken, ey? Hier in der. Na, da sieht er uns ja. Sehen die uns hier hoch? Oh Mann, ey. Warte mal. Können wir doch da eine Münze hinschmeißen? Und dann geht er doch dahin, ne?
Na komm, soll es da hingehen. Oh Mann, ey, er rührt sich keinen Fleck, ey. Ah, das ist natürlich schlecht. Wenn er sich hier nicht rührt, ey. So, dann können wir uns hier endlich verkleiden. So, und somit können wir da erstmal in Ruhe spazieren. Ja, ja. Das werden wir natürlich hier. Na, wo war die andere Münze? Na? Na, shit. Na, scheiß drauf. Unser Ziel ist da hinten. Gespräche belauschen. Einige Gespräche sind informationsreicher als andere. Hören Sie genau hin. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Den Schleudersitzmechanismus drin testen klingt gefährlich. Flucht in Kampfjet. Jesper Knight weiß, wie man einen guten Abgang macht. Aber zuerst muss er einen Sicherheitscheck durchführen, einschließlich den Schleudersitzes. Gelegenheit als Leitwahn. Gelegenheiten bieten Ihnen Wegpunkte zurzeit aktiv oder kleine Hinweise an, denen Sie sich orientieren können. Sie können auch ganz abgeschaltet werden. Untersuchen Sie das Sicherheitsprotokoll des Jets. Oh Gott, 62 Meter, da kann ich nicht einfach rinspazieren. Es geht voll. Okay, mit dem Schloss knacke, bin ich sowieso gleich am Arsch. Alter, die haben ja richtig dicke Kloppis dabei. Richtig fette Knarren, ey. Den kann ich auf den Kopf schießen. Na, hat er das bemerkt da hinten? Oh nein, die ging gucken. Oh shit, Peter. Oh, da kommen so viele. Killer. Still checking. Over. What's up? Got one real dead stiff. So who's our guy? Ah, oh, scheiße. All right, that's what the... You must have done this, you... Ah, fuck. Ach, Mist, ey.
Ah, fuck, ey. Das war natürlich scheiße, das war richtig schlecht, ey. Ah, sag mal, das ist nicht so einfach, ey. Oh, fuck, klein. Oh, werden wir die nochmal da labern lassen? Noch eine Show? So dumm, als wenn er gar nicht hier frisst, ey. So, mal gucken. Ob wir da hinkommen, 30 Meter. Was ist denn das hier? Rattengift. So, was haben wir hier? Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Huh. Okay, warte mal, was ist da? 15 Meter. Ist ja Mechaniker, wa? Mal verkleiden. So ziehen und dann schmeißen wir den Penner hier rein. So, aktivieren Sie den Schleudersitz. Ich spreche hier mal ab, weil besser ist besser. Ja, wenn euch die Pass nicht gefallen oder euch so lange sind oder dann schaltet einfach weg. Wer gerne weitergucken will, dann freut mich natürlich. Die Parts bleiben nun mal lang. Also sehr ausführlich, da kann man nicht ändern. Mann, fuck, Schraubenschlüssel. Alter, war das knapp eben. Das letzte Puzzleteil. Die Falle ist gestellt. Holen Sie sich jetzt erstmal Knight und leiten Sie ihn durch die Prozedur. Die Checkliste befindet sich auf dem Klemmbrett. Well done, Initiate. Okay. An accident waiting to happen. Wir speichern hier nochmal. So. Aber wie kriegen wir den hier her? Wahrscheinlich werden wir uns noch mal umziehen. So. Lass mal gucken, wo der ist. Momentan sehe ich ihn überhaupt nicht. Ah, da oben ist er.
Okay, mal hier nochmal. Ah, hier ist falsch. Hä, bin ich jetzt total bescheuert? So. Ey, der war doch immer hier. Da ist er. Okay, jetzt ziehe ich erstmal eine Kippe an. Ich hoffe, er geht auch dahin zurück. Da. Vier von zwölf haben wir schon mal. Nicht viel, aber immerhin. Geht wieder zurück. Oder kommt er jetzt hier runter? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Oh, der steht da oben. Ach Gott, ey. Das wird sehr ausführlich. Da kommen wir nicht durch, weil dann brauchen wir so einen scheiß Anzug. Fuck. Oh Gott, ey. So, dann. Ah, er bemerkt uns sofort. Scheiße, ey. Oh, verdammt. Oh, ey, das ist so komplex, ey. Ach, scheiße, ich hab falsche Tipps. Ach, Mann, ey. Er gibt den Bastard einfach bei oben, ey, ist mir egal, ey. So, da oben ist er. Den könnte ich, wenn er hier nochmal langkommt, könnte ich ihn abschießen. Wenn er hier nochmal langkommt. Oh, ey, die stehen überall, ey. Einfach mal da hoch geht nicht, ey. Shit, ey. Könnten uns höchstens verkleinern, aber. So schön leise. Aber dann bemerken die uns da gleich. Na, wir gehen einfach mal hier hoch. Manipulieren. Geht irgendwie gar nicht. Dann werden wir das gleich mal ein bisschen einfacher machen. Rattenlift. Please
So, erledigt. Ging ja nicht anders, was willst du machen? Verkleiden. Na scheiß auf, gehen wir einfach mal zum Ausgang. Steht hier noch einer? So, ich werd schon gesucht. Na, würde ich sagen, holen wir einfach ab, ey. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Wie ihr seht, es ist richtig sauschwer. Es ist richtig sauschwer. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ja, auf jeden Fall ist sehr ausführlich. Ich würde sagen, wir machen dann hier Stopp und sehen uns dann wirklich dann in der richtigen Episode wieder. Und zwar dann in Paris. Und würde ich sagen, reingehauen und bis zum nächsten Mal.